Borgomastro, quanto è importante per voi questo gemellaggio con Foggia, anche se ormai è storia di tanti anni? Also wie wichtig ist für Sie diese Partnerschaft mit Foggia, die doch schon ja, eine ganze Weile alt ist? Die ist nicht eine ganze Weile alt, sie ist 40 Jahre alt. Und die Geschichte, die gemeinsame Geschichte ist ja viel, viel länger. Die geht ja ins Staufergeschlecht. Und von daher ist auch die Verbindung zwischen Foggia und Göppingen sehr, sehr wichtig. Allora, la storia del gemellaggio è un po' più di 40 anni, ma si vede ai radici, si deve vedere che questi rapporti tra Foggia e Göppingen sono più anziani, vengono dai porti dei Svevi, una storia comune. Die Partnerschaft wird ja gerade sehr, sehr gut gelebt, auch von den Schülern, von den Vereinen, die also einen ständigen Kontakt haben und ständig nach Göppingen oder nach Foggia reisen. Comunque, questo gemellaggio viene vissuto di alunni. Abbiamo questo scambio studentesco tra Göppingen e Foggia e anche viene realizzato anche dei diverse associazioni, per esempio i tiratori. Che programmi avete per il futuro per rafforzare questo gemellaggio? Wie sind so das Programm für die Zukunft, einfach noch die Bande zu vertiefen? Also es ist immer ein bisschen auch eine Frage des Geldes und wir haben eine sehr schwere Wirtschaftskrise hinter uns gebracht, sowohl Foggia wie auch Göppingen. Und wenn wir jetzt wieder mehr Geld haben, dann können auch die Kinder und Jugendlichen deutlich öfter zusammenkommen. Dann werden wir auch als Delegation regelmäßig zusammenkommen. Und ich sehe sehr entspannt und auch sehr hoffnungsvoll in die Zukunft. Allora, in passato abbiamo avuto problemi economici in Germania, ma questi problemi sono superati e poi abbiamo più possibilità per rafforzare le possibilità per questo scambio studentesco, possiamo rafforzare i periodi, anche noi vediamo quello che possiamo fare più regolare il contatto dei municipi.